Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Thema, nämlich der Messtechnik. Ja, Messtechnik ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir wollen uns jetzt mal beschränken auf die Messung elektrischer Größen. Das Erste, was wir messen werden, sind Spannungen. Wir wollen also Spannungen feststellen. Wo auch immer. Um Spannungen feststellen zu können, braucht man natürlich eine Spannung. No, na, nicht. Wir haben ein Teil kennengelernt, so ausgeschaut. Haben wir so gezeichnet gehabt und haben gesagt, das ist eine reale Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand. Und da haben wir eine Quellenspannung. U0. Okay. So haben wir gesagt, so ist das ausschauen. Oder so schaut das Symbol aus. Da habe ich verschiedene Beispiele gesagt. Eine Spannungsquelle kann sein, eine Batterie zum Beispiel. Oder so ein Steckernetzteil vom Handyladegerät. Verschiedenste Sachen. Und das, was ich hier habe, ist ebenfalls eine Spannungsquelle. Ja. Nur ist es eine Laberspannungsquelle, heißt das. Also ein bisschen. Eine Laberspannungsquelle. Und die ist keine konstante Spannungsquelle. Ich kann mir hier aussuchen, wie groß die Spannung ist. Und zwar im Bereich zwischen 0 und 30 Volt steht da drauf. Und weil einer nicht genug ist für mich, habe ich mir eine Spannungsquelle gegönnt mit zwei Ausgängen. Hier habe ich eine Spannungsquelle, hier habe ich eine Spannungsquelle. Beide Spannungsquellen kann ich hier mit diesen Drehreglern kann man aussuchen, wie viel Volt da rauskommen. Und zwar irgendwas zwischen 0 und 30 Volt. Okay? Also, schalten wir es einmal ein, dass wir das sehen. Ja. Da stehen jetzt irgendwelche Ziffern, ja, irgendwelche Zahlen. Wenn ich da zum Beispiel nach oben drehe, sehen wir, wächst die Zahl. Ja. 4,5, 4,6, 5 Volt. Jetzt hätten wir hier 5 Volt. Sagt diese Spannungsquelle. Was ist jetzt was? Darunter steht Plus auf dem roten, steht darunter Plus, auf dem schwarzen steht darunter Minus. Ja, also das hier, der Anschluss hier, ist der Plusanschluss, ist genau der. Und der Anschluss da unten, das ist der Minusanschluss, ist genau der. Ja. Was der grüne ist, das werden wir sehen. Gut, plus, minus, die zwei. Was passiert oder wie messe ich da jetzt die Spannung? Ich brauche ein Spannungsmessgerät. Ein Spannungsmessgerät hat folgendes Symbol. Da schreiben wir V drin und hat zwei Anschlüsse Spannungsmessgerät. Ja. Warum steht da drin ein V und nicht ein U? Ja, das ist aufgrund der Einheit. Ja. So ein Spannungsmessgerät heißt nämlich, also das ist ein Spannungsmessgerät. Und das hat den Namen Voltmeter. So Meter für Messgerät und Volt wird das messen. Eine Spannung. Volt. Okay? Voltmeter. Und wenn mich jetzt interessiert, die Spannung zwischen hier und hier, ja, dann muss ich halt die eine Seite des Spannungsmessgerätes da hängen, ja, und die andere Seite des Spannungsmessgerätes da hängen. Richtig? Richtig. Ja? Weil was soll es denn sonst sein? Ja? Ich schalte das Spannungsgerät parallel zur Quelle. Das fällt vielleicht jetzt noch nicht ganz so auf. Aber hier möchte ich die Spannung wissen. Diese Spannung hier möchte ich messen. Okay? Wenn ich diese Spannung messen will,
muss ich mich zu den zwei Punkten, zwischen denen die Spannung ist, ja, parallel dazu hängen. Das haben wir somit gemacht. Da habe ich ein Spannungsmessgerät, ein sogenanntes Digital-Multimeter. Das ist nicht nur ein Spannungsmessgerät, sondern das kann alle möglichen elektrischen Größen messen. Unter anderem halt misst es die Spannung. Ja. Die Spannung kann zwischen diesen zwei Anschlüssen gemessen werden. Das ist der untere, ja. Also da ist praktisch der Anschluss, da steht bei uns COM, ja. Und da ist der Anschluss vom Spannungsmessgerät und da steht V oder Plus, so etwas. Ja. Das ist der Anschluss. Ja. Die zwei Anschlüsse sind die zwei Anschlüsse, die bei diesem Gerät eben ein Spannungsmessen möglich machen. Okay? Und das Einzige, was ich jetzt noch brauche an für sich, sind die zwei Verbindungen zwischen COM und Minus und zwischen V und Plus. Das habe ich jetzt einmal so einzeichnet. Da nehmen wir so sogenannte Messstrippen. Die schauen so aus, die Dinger. Die sind üblicherweise, das ist einfach ein Kabel mit zwei Anschlüssen. Das eine passt genau da rein. Back, das kann man gemütlich anstecken. Da habe ich auch ein schwarzes und ein rotes, dass man das gut auseinanderhalten kann. Innen drinnen ist das gleiche. So, dann nehme ich das rote und das schwarze. Na, und dann habe ich gesagt, das V, also das da rüben, verbinde mit Plus. Das bitte, Vorsicht, in der Steckdose oder sowas. Ich meine, da sind jetzt 5 Volt drauf. Da kann man nicht viel passieren. Das ist wie wenn eine Batterie abschlägt. Ja. Aber Steckdose und so weiter ist gefährlich. Ja. Stecke das da rein und das ist, glücklicherweise ist das so gemacht, dass das praktisch die gleiche Größe hat. Ja. Das ist natürlich kein Zufall. Und unten das COM, schwarze, verbinde mit Minus. Zack, da reingesteckt. Und jetzt theoretisch könnte ich hier mit dem Spannungsmessgerät die Spannung messen. Das drehen wir da mal auf V, weil wir wollen eine Spannung messen. Und tatsächlich, da steht jetzt 5,044. Kann man das eh lesen in der Kamera? Ja, ja, sagen wir ja. 5,044, da steht 5,0. Also das Spannungsmessgerät misst das Gleiche. Und wenn ich hier jetzt verdrehe, da, ich probiere jetzt, stellen wir 6 Volt. Gehe nach oben. Sehen wir, ändert sich. Okay. Da haben wir da ein Licht auf. So. Kann man es besser lesen. Und da wird es dann sehr empfindlich. Sich vorsichtig nähern. So um die Tausendstel Volt einmal geht, gell? Da braucht man einen ruhigen Finger. Für mich gut genug. 6,007. So, also, Spannungsmessen. So würde das aussehen. Spannungsmessgerät heißt also Voltmeter. Jetzt probieren wir was anderes aus. Jetzt hole ich da hinten aus der Lade mal einen Widerstand heraus. Okay? Und den Widerstand werden wir hier jetzt dann an meine Spannungsquelle dranhängen. Und dann werden wir schauen, wie messen wir denn die Spannung an dem Widerstand. Okay? Drehen wir wieder ab. Ich hole kurz den Widerstand. Moment bitte. Und was nehmen wir dafür an? Nehmen wir den da. Ich habe da ein ganzes Sortiment an Widerständen. Gell? Und da suchen wir jetzt einfach hier dann raus. Und den verwenden wir. Ah, kommst du raus. So werden Widerstände üblicherweise geliefert. Gell? Das sind so links und da reißen wir jetzt einfach einen raus. Kack, kack. Fertig. Ja. Ich nehme gleich einen zweiten. So, die zwei werden wir verwenden.
Kurz wegräumen, schaut eh voll aus da. So, was wollen wir eigentlich? Steht mir da. Was wollen wir eigentlich? Ja, also wir werden wieder unsere Spannungsquelle verwenden. Wir werden wieder unsere Spannungsquelle verwenden. So. RI. Übrigens, ich bin schon mal gefragt worden, wo der RI, ich soll doch bitte den RI hier zeigen. Ja, es gibt ihn nicht. Ja, der Innenwiderstand einer Spannungsquelle, der ist einfach da. Den will man eigentlich nicht, aber man bekommt ihn nicht weg. Also da baut man nicht extra irgendwo einen Widerstand ein und sagt, das ist jetzt mein Innenwiderstand, weil der kehrt da rein, sondern mich stört der. Ich bringe ihn nicht weg. Ja, das heißt, das ist ein parasitärer Effekt. Das gibt es kein Bauteil, ja, der das ist. So, da jetzt mein Minus da unten. Ja, das ist wieder meine Spannungsquelle, die da. Plus, Minus, Plus, Minus. So, und jetzt will ich hier meinen Lastwiderstand dazuschalten. Okay. Das hier ist mein Lastwiderstand, mein RL. Ich muss also meinen RL hier verbinden. Da ist so ein Krokodilklemmchen, mit denen können wir das ganz gemütlich machen. Da wird es jetzt wirklich kritisch, wenn ich das mit der Steckdose mache, gell? Weil da haben wir jetzt dann offene Drähte und so weiter. Bitte nicht. Dann nehmen wir unten noch eine schwarze Klemme, dass es halt schön ausschaut, dass wir sie auskennen. Das sollte man einfach machen, dass man sich da, Plus ist üblicherweise rot, Minus ist üblicherweise schwarz oder blau. Und wenn man sich an das hält, dann macht man weniger Fehler einfach. So, jetzt stecke ich das da dran. Back. Stecke ich das da dran. Back. So wird das genauso aufgebaut. Genauso habe ich das hier verbunden, genau wie auf dieser Zeichnung. Da ist mein Lastwiderstand, das habe ich mit Plus verbunden, das habe ich mit Minus verbunden. So, was machen wir? Jetzt will ich wissen, wie groß, wie groß ist die Spannung hier an diesem Widerstand, UL? Die möchte ich messen. Wie mache ich das? Ich habe hier wieder mein Voltmeter. Wo hänge ich mit dran? Natürlich hänge ich mich mit meinem, das hat wieder die zwei Eingänge, V und COM. Und natürlich hänge ich mich mit meinem Voltmeter genau an die zwei Punkte, wo es mich interessiert. Zack, zack. Da. Ich schalte mein Voltmeter parallel zu der Spannung, die mich interessiert. Mich interessiert die Spannung an diesem Widerstand, schalte ich mich mit meinem Voltmeter parallel hinein. Das ist natürlich kein Zufall, weil nämlich, wir haben einmal gehört, an einer Parallelschaltung sind alle Spannungen gleich. Und wenn ich an meinem Voltmeter die gleiche Spannung haben will, wie die, die mich interessiert, dann muss ich mich parallel hineinschalten. Okay? Nehmen wir unser Voltmeter. Das habe ich jetzt da hinten hingelegt, geschickterweise. Ein bisschen Bewegung tut mir gut. Nehmen wir unser Voltmeter. Da haben wir jetzt Eingänge, V und COM. Und die möchte ich jetzt da dazu hängen. Ich nehme dann wieder, der Einfachheit halber, wieder so Krokodilklemmen. Einmal hänge ich mit da dran. Back. Das ist jetzt das da oben. Das hänge ich auf V. Und einmal hänge ich mit da unten dran. Back. Ja. Und da hängen wir auf COM. Okay. Das sind genau diese zwei Strippen. Und jetzt können wir schauen, was wir hier messen. Machen wir wieder Licht. 6,007 Volt. 006 noch mehr. 6,006 Volt messen wir noch mehr. Okay, da ist halt ein Tausendstel Volt. Mein Gott. Ja. Also, ich messe das.
Passt. Spannungsmessung ist immer parallel zu der Spannung, die mich interessiert. Okay? Was passiert eigentlich, wenn ich das verdrehe? Ja? Ich weiß ja nicht, jetzt ist es da angeschlossen, jetzt haben wir es schön mit Farben und so weiter, aber ich weiß in echt nicht, wo ist der Plus und Minus, das ist ja dann, kann ja alles die gleiche Farbe sein und ich weiß es nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich mich verkehrt reinhänge? Schauen wir das an. Jetzt habe ich das praktisch umgedreht. Ah, steht da minus 6,009 diesmal sogar. Interessanterweise. Ja, also minus 6. Ja, ist logisch, weil eigentlich ist die Spannung ja von hier nach hier 6 Volt. Ich messe aber von hier nach hier, messe die negative Spannung. Ja. Ist so. Ja. Stimmt also auch zusammen. Egal, kann nichts passieren. Spannungsmessung. Spannungsmessung also immer parallel zu dem Widerstand, der mich interessiert. Ja, oder zu der Spannung, die mich interessiert, hänge ich mich einfach parallel dazu. Also ich meine, jetzt liegt auf dem Tisch wirklich ein Haufen an Kabeln. Jetzt sieht man nicht mehr so leicht, dass das eine Parallelschaltung ist. Aber in Wahrheit haben wir uns halt so dazu gehängt. Also jetzt im Moment nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, ja? Weil man kann schon einen Blödsinn messen auch. Ja? Wenn ich nämlich fälschlicherweise mich seriell dazu hänge, ja? Also praktisch hier aufmache, mich da dranhänge, ja? Und dann erst reinfahre. Ja? Schaut, was ich da misse. 6 Volt, noch immer 6 Volt messe. Ich messe noch immer das Gleiche, obwohl ich mich jetzt eigentlich hier verkehrt dazugehängt habe. Jetzt habe ich ja mein Messgerät so reingeschalten, da ist die Plus, da ist der Minus, die zwei. Dann gehe ich da aufs V vom Messgerät, dann habe ich da mein V. Und dann habe ich da mein RL. Und der geht nachher da zurück zum Minus. Okay. Jetzt messe ich aber nicht die Spannung am RL. Ja? Diese Spannung hier, UL, die mich interessiert, die messe ich gar nicht. Ich messe jetzt die Spannung zwischen hier, das ist der V und das ist der Com. Ja. Ich messe die Spannung hier am Messgerät, UM. Okay. Warum messe ich da jetzt 6 Volt? Ja. Eigentlich sollte da gar keine Spannung sein, oder? Der Grund, warum ich hier 6 Volt messe, steckt man das mal an. Der Grund, warum ich hier 6 Volt messe, ist, weil nämlich so ein Spannungsmessgerät oder jedes Messgerät an und für sich hat einen Messwiderstand drinnen. Okay? Jedes Messgerät hat einen Messwiderstand. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe hier mein Messgerät, ich schreibe jetzt da oben das V so klein hin. Da sind die Anschlüsse V und Com. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, mein Messgerät hat da drinnen einen Messwiderstand, RM. Ja. Man sagt auch Innenwiderstand dazu, aber um den Innenwiderstand der Spannungsquelle und um euch da nicht zu verwirren, nenne ich das einfach Messwiderstand. Der Messwiderstand und da an dem Messwiderstand, da rinnt der Messstrom durch, ja, IM. Da draußen habe ich die Spannung am Messgerät liegen, UM. Ja.
Und natürlich gilt da wieder das Ohmsche Gesetz, dass man sagt, UM ist gleich RM mal IM. URI. Nach wie vor. Ja. So. Jetzt messen wir da fast 6 Volt. Ja. Wir wissen, da waren 6 Volt und da in dieser Situation haben wir hier 6 Volt gemessen. Das heißt, wenn ich weiß, dass da vorher 6 Volt waren, hier, ja, 6 Volt, und ich messe hier 6 Volt, bleibt da gar nichts mehr über. Da rinnt ja fast nichts. Ja. Da ist ja fast keine Spannung. Ich meine, okay, vielleicht 0,07 haben wir. Ja. Weil da haben wir 6,007 gehabt und da messen wir 6. Also bleiben da 0,007 Volt über. Also die Spannung habe ich gröber beeinflusst hier mit meiner falschen Schaltung. Zuerst, wenn wir so eine gehängt haben, wissen wir, dass die Spannung hier auch 6,007 Volt war. Jetzt habe ich mich umgehängt. Ich messe noch immer 6,007 Volt und da sind, ist praktisch nichts mehr über. Wie gibt es denn sowas? Das ist, weil Spannungsmessgeräte der Messwiderstand, ja, hier bei Spannungsmessgeräten ist sehr groß. Ich schreibe einfach riesig. Riesig. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Ja. Warum? Wenn ich nämlich diese Situation mir ansehe, ohne Spannungsmessgerät, ja, dann ist hier dazwischen nur der Widerstand RL. Ja? Und ich möchte die Schaltung mit meiner Messung so wenig wie möglich beeinflussen. Logisch, ja? Weil ich möchte nicht, dass meine Messung das Messergebnis verfälscht. Zwischen hier und hier gibt es nur RL. Und wenn ich jetzt ein Messgerät dazu hänge, möchte ich schauen, dass zwischen hier und hier weiterhin nur RL ist. Das Messgerät hier soll sich also am besten so verhalten, wie wenn es gar nicht da wäre. Wie wenn kein Strom durchrinnen müsste, wie wenn es eine Unterbrechung wäre. Ja? So soll sich das Messgerät verhalten. Eine Unterbrechung heißt, dass dieses RM da idealerweise unendlich groß ist. Ja? Also ideal schreibe ich da. Ideal wäre RM gleich unendlich Ohm. Okay? Das wäre ideal, weil nur dann rinnt da kein zusätzlicher Strom, okay? Kein Messstrom, wenn ich da unterbrochen habe. Und dann schaut das praktisch genauso aus. Ideal ist kein Messgerät. Deswegen sind diese RMs da drinnen riesig, riesig, riesig. Ja? Reale Spannungsmessgeräte kommen dem Idealen relativ nahe. Ja? Also wir haben da Messwiderstände von 100 Megaohm oder in sowas in der Größenordnung. Das ist schon groß. Ja? So, und warum messen wir da jetzt 6 Volt? Ja? Weil eigentlich schaut das ja so aus. Ja? Da ist nachher der Messwiderstand, RM. Da ist der RL. Und da ist meine Spannung. Und hier habe ich einen Spannungsteiler, der UM und der UL. Das sind die 6 Volt. Und wir haben einmal gesagt, die Spannungen teilen sich entsprechend den Widerstandswerten auf. In Summe die 6 Volt und das UM und das UL sind in Summe die 6 Volt. Ja? Und aufteilen tun sie sich entsprechend den Widerstandswerten. Wenn der Widerstand irgendeinen Wert hat und der dagegen ganz riesig ist, wird die meiste Spannung hier abfallen. Und genau das sehen wir. Ja? Da haben wir die meiste Spannung und da haben wir nur 0,007 Volt mehr gehabt. Ja? Das ist halt, weil es nicht unendlich ist, das RM, sondern einfach riesig und trotzdem ein ganz kleiner Messstrom rinnt, der rinnt da auch durch und dann haben wir da eine ganz kleine Spannung, Restspannung. Okay?
Das ist, warum wir das sehen. Ja? Also, Spannungsmessung, immer parallel zu der Spannung, die mich interessiert. Messwiderstand eines Spannungsmessgerätes, auch Voltmeter genannt, so groß wie möglich, riesig. Wenn ich mehrere Voltmeter zur Auswahl habe, nehme ich immer das Voltmeter mit dem höchsten Innenwiderstand, weil dann verfälsche ich mein Messergebnis am wenigsten. Am ärgsten ist, wenn der Lastwiderstand auch groß ist und der Innenwiderstand oder der Messwiderstand des Messgerätes eine ähnliche Größenordnung aufweist, dann haben wir unter Umständen, dann verfälschen wir es ziemlich stark. Weil wir zum Beispiel sind, das 100 Kilo, 100 Megaohm sind und das 100 Megaohm, Parallelschaltung von 100 und 100 Megaohm sind nur mehr 50 Megaohm, nur mehr die Hälfte. Ja? Habe ich ziemlich stark verfälscht. Ja? Das heißt, eine Spannungsmessung an großen Widerständen kann unter Umständen schwierig werden, weil da brauche ich sehr teure Messgeräte. Also im Normalfall gilt die Regel, wenn zwei Messgeräte zur Verfügung stehen, nimm das mit einem größeren Innenwiderstand, mit einem größeren Messwiderstand, weil dann machst du einen kleinen Föller. Ja? Natürlich muss es die Spannung aushalten. Ja? Weil wenn ich, weiß nicht, 500 Volt messen will und nehme ein Spannungsmessgerät, was nur bis 100 Volt messen kann, ist auch schlecht. Ja? Nutzt man den Innenwiderstand gar nichts. Also das muss man schon beachten. Also daher auf diesem, so zum Beispiel steht drauf, 1000 Volt. Mit dem Messgerät kann man Spannungen bis 1000 Volt messen. Reicht normalerweise. Spannungsmessung. Ja? Wir werden sie in Zukunft in späteren Lektionen auch die Rolle des Innenwiderstands oder des Messwiderstandes von so Messgeräten anschauen, was das bedeutet jetzt wirklich und wie stark man die Messung dadurch verfälschen. Okay? Ansonsten werden wir sich in Zukunft ein bisschen mehr mit Spannungsmessung beschäftigen und auch mit Strommessung. Und Strommessung ist das Thema unseres nächsten Videos. Jetzt haben wir die Spannung gemessen. Das nächste Mal wollen wir den Strom messen. Wie wir das machen, werden wir sehen. Ich danke mal für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.